Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar das Projekt ÖPNV Berlin. Ich gebe zu, es ist jetzt nichts ganz Neues, wurde bestimmt schon mal gemacht, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ich es vorhabe, aber zumindest teilweise weiß ich, dass es dieses Projekt schon gab. Was habe ich genau vor? Wie ihr seht, ich bin gerade in Omsi. Sitze im Solaris Urbino 18 mit der neuen BVG-Lackierung. Wir haben es jetzt kurz nach 4 und drücken gleich vom Betriebshof Spandau aus und fahren nach Falkensee. Dort werde ich den Bus einsetzen und meine erste Tour Richtung Rathaus Spandau fahren. In Rathaus Spandau werde ich dann meine Frühstückspause machen, sprich, ich werde den Bus an die KI übergeben, werde meine Frühstückspause machen und werde dann im Berufsverkehr rüberwechseln zur U-Bahn. Sprich, ich werde dann World of Subways 2 spielen und werde die Linie U7 von Rathaus Spandau nach Rudow fahren und wieder zurück. Wieder zurück in Spandau angekommen, werde ich wieder in den Bus steigen. In welche Linie weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass ich dann den 137er weiterfahre, zu Ende fahre und wieder zurück ins Rathaus Spandau und dort wieder wechsle. Im Endeffekt wird es dann halt so aussehen, dass ich ja den 137er fahre, die U-Bahn U7. Später wird natürlich auch noch Linie 130 ist es, glaube ich, von Ruhleben nach Nervenklinik oder zur Nervenklinik geben. Dann lässt sich das ganz gut verbinden mit dem X10 Add-on. Sprich, dann werde ich vom Zoologischen Garten nach Teltow fahren. Dort besteht die Möglichkeit, umzusteigen in die S-Bahn. Ist zwar nicht wirklich real, aber in Teltow angekommen, werde ich dann in die S-Bahn umsteigen und werde von S-Bahnhof Teltow nach Potsdamer Platz fahren. Vom Potsdamer Platz werde ich mir dann noch überlegen, ob ich wieder zurückfahre nach Teltow und den X10 dann auch wieder zurückfahre nach Zoologischer Garten. Ansonsten könnte ich auch Potsdamer Platz wieder zurückfahren nach Ulm. Aber das entscheide ich spontan. Wie ihr seht, wir haben gleich Abfahrtzeit. Dann Bus ist soweit aufgerüstet, die Heizung läuft schon. Wir haben jetzt mittlerweile 18 Grad. Wir haben Betriebsfahrt geschildert. So, das Rote können wir wegmachen, braucht man nicht. Meine Scheiben sind noch etwas beschlagen, sehe ich gerade. Wo ist denn hier die Scheibenheizung? Es ist die da. Das da könnte die Scheibenheizung sein. Hoffe ich mal. Ansonsten sehe ich jetzt nichts. Gut. Dann ich werde. Ja, ich fahre mit Hilfslinien, weil ich bin schon länger nicht mehr gefahren. So, einen Gang sollte man vielleicht auch noch einlegen. So. Als Hardware steht mir zur Verfügung das Logitech G25. Ich hoffe, es wird nicht zu laut mit dem Lenkrad, dass man es zu sehr hört in der Aufnahme. Aber ich bin, was Aufnahmesoftware bzw. Hardware angeht, noch nicht so gut ausgestattet. Mir fehlt einfach das Geld dazu, also für ein richtig gutes Mikrofon. Ich benutze zurzeit mein Logitech G35 Headset. Ich weiß, das Mikrofon ist jetzt nicht wirklich das Beste, aber der Sound, der ist einfach nur Hammer. Also ich habe noch keinen besseren Sound von einem Headset gehabt. Früher habe ich immer Billig-Headsets so für 25 Euro gekauft. Hat mir damals eigentlich auch ausgereicht. Ups. Aber ja, nachdem ich da doch mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen habe und das Logitech G35 gekauft habe, seitdem will ich kein anderes mehr.
ist doch ein kleiner Unterschied. Wobei, ich habe gehört, dass Siberia, oh, schieß mich tot. Ich glaube, SteelSeries Siberia V2 war das. Hat eigentlich auch ganz gute Kritiken bekommen. Aber naja, noch hält mein Mikrofon. Muss reichen. Tja. Ich hoffe, das Projekt kommt gut bei euch an. Ich habe jedenfalls richtig Lust drauf. Zumal auch wirklich ein Wechsel dabei ist. Ich bin eigentlich ein Spieler, der häufig gerne seine Spiele wechselt. Nicht so oft wie Unterhosen, aber doch schon recht häufig. Es gibt immer mal wieder Phasen, dann habe ich Lust auf das, dann habe ich Lust auf jenes. Und ja, gestern kam halt spontan die Idee. Ich hatte mal wieder Lust auf eine Runde Omsi. Und da ist mir eingefallen, es gibt ja eigentlich doch relativ viele Simulationen, die sich auch mit dem Nahverkehr in Berlin befassen, beziehungsweise dann auch Add-ons oder Mods. Und dann dachte ich, hey, warum nicht? Ich spiele gerne Simulationen, ich spiele gerne Omsi und es wird ja auch noch einiges hinzukommen. Lotus warte ich schon sehr gespannt drauf, zumal es halt auch möglich sein wird, dann mit der Straßenbahn zu fahren. Bin früher sonst eigentlich nie wirklich Straßenbahn gefahren, weil ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen, Tempelhof. In West-Berlin gab es keine Straßenbahn, also nicht, dass ich mich entsinnen könnte. Ich glaube, selbst um die Strecke in Wedding, die zum Virchow-Klinikum führt, die M13, die gab es damals auch nicht. Es kam erst mit der Maueröffnung. Aber ja, ich habe jetzt vor gut 2 Jahren bin ich in den Ostteil Berlins gezogen und war täglich auf die Straßenbahn angewiesen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Also generell Nahverkehr fand ich generell schon immer sehr interessant. Ja, und deswegen, ich freue mich halt drauf, ne, auch mal Straßenbahn fahren zu können. In OMS 2 finde ich es jetzt nicht ganz so gelungen. Ne, es ist zwar schön, dass es geschafft wurde, dass man halt auch Straßenbahn fahren kann, aber so ein richtiges Straßenbahn-Feeling kommt bei mir da nicht auf. Ich habe jetzt zwar die NF6 mit dem Gladbeck-Add-on. Ich habe mir auch mal Eberlinsee angeschaut. Aber für mich irgendwie nicht so das Wahre. Sprich, wird hier in diesem Projekt, zumindest in OMSI, nicht vorkommen. Da müssen wir uns dann schon auf Lotus gedulden. Gespannt bin ich ja auch auf die Linie 100 dann, die Buslinie bei Lotus. Gefahren bin ich sie nie. Ui. Noch eine Feuerwehr. Und hier ist auch was los um die Zeit. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Die Feuerwehr hat mich jetzt ganz abgelenkt. Genau, die Buslinie 100. Bin die selber noch nie gefahren, aber habe halt gehört, dass es halt irgendwie auch so eine Touristenlinie ist, dass man halt an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. Bin ich auch sehr gespannt drauf, zumal die auch vom Alex losfährt. Ansonsten, wesentlich später kommen ja dann auch noch die U-Bahn und die S-Bahn hinzu zu Lotus. Da bin ich auch schon gespannt, welche Strecken das werden. Aber ja, selbst wenn jetzt nicht so Lieblingslinien rauskommen werden, denke ich schon, dass die Moni-Community oder die ganzen Mapbauer wieder für Nachschub sorgen werden, dass da auch einige Lieblingsmap kommen. Was ist noch angekündigt? TML hat noch den neuen Bus-Simulator angekündigt gehabt. Der wird auch in Berlin sein. Das wird dann die Flughafenlinie sein, der TXL.
Der führt auch, soweit ich weiß, vom Alexanderplatz zum Flughafen Tegel. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Leider muss ich sagen, ich bin jetzt von TML-Simulationen nicht so begeistert. Selbst den Fernbus-Simulator. Grafik schick, wobei ich auch nicht alles schick fand an Grafik. Gerade die Fahrbahnmarkierung. Manche hat man erst gefühlt 2 Meter vorm Bus gesehen. Gerade die Baustellen, Fahrbahntexturen, also die waren ja Katastrophe. Ja, der Bus war sehr schön modelliert, gebe ich zu. Allerdings, ob der wirklich real war, ich meine, der hat nicht mal eine 360-Grad-Lenkung gehabt, der Bus. Man konnte das Lenkrad in eine Richtung nicht mal komplett umschlagen. Ob das real ist, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich bin kein Busfahrer. Ich habe den MAN Lions Coach nie gefahren. Aber kommt mir doch schon etwas merkwürdig vor, dass halt so wenig Lenkeinschlag vorhanden ist. Zumal mein Logitech G25 hat mehr. Also ich habe eine 900 Grad Lenkung. Ja, soweit dazu. Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht auch noch so als kleines Schmankerl oder als Überbrückung noch die U-Bahnlinie 2 hier mit reinbringe, die es ja auch als Mod in OMSI gibt. Das würde mir sehr gut helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen X10 fahren will. Dann könnte ich nämlich mit einem 130er bis Ruhleben fahren. Von Ruhleben fahre ich dann wieder mit der U-Bahn bis Zoologischer Garten und könnte dann in den X einsteigen. Würde wunderbar passen. Genauso wie wenn ich jetzt mit der S-Bahn fahre bis Potsdamer Platz, könnte ich dann auch in die U2 einsteigen und zurückfahren, wenn ich will. Ja, die hält ja auch, Potsdamer Platz. Aber mal schauen, weil ist halt ungefähr so wie Straßenbahn fahren im OMSI. Nicht wirklich das Wahre, aber zum Überbrücken und das Ganze vielleicht ein wenig realistischer zu machen oder halt die Anschlüsse zu haben, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Schauen wir mal. Joa. Sieht's denn aus mittlerweile? 15 Minuten haben wir noch bis Falkensee. Ups, Ampelrot. Straßen sind schön leer. Berlin schläft noch. Joa. Gucken wir mal, wie viel los ist. Ich bin gestern oder heute Nacht noch mal eine kleine Runde Probe gefahren. Ich mag es nicht, wenn man so ganz blind fährt. Ich wollte wenigstens mal reingucken, wie war das? Wie konnte man die Sachen einstellen? Wie war der Linienverlauf? Weil hier gibt es ja nachher noch einen kleinen Bug im Linienverlauf, sprich mit den Hilfszeilen. Wo ich die Strecke das erste Mal gefahren bin, ja, bin ich natürlich auch noch blind den Hilfspfeilen gefolgt und landete dann in der Pampa, in der Sackgasse. Aber nun gut, mittlerweile wissen wir es, dass man da nicht lang fahren sollte. So, die Folgenlänge, ja, da werde ich mal schauen. Also ich werde schon. Es wird keine Stundenfolgen geben. Ich werde mich so auf ca. 20 Minuten einpendeln, denke ich mal. Die eine Folge kann länger sein, die andere Folge kann länger und kürzer sein, so. Es kommt drauf an. Also ich möchte schon, ich sage mal, einen Abschluss haben. Sprich, also ich bin jetzt ausgerückt. Ich fahre bestimmt über 20 Minuten nach Falkensee. Aber ich möchte das komplett haben. Also ich fahre jetzt definitiv bis Falkensee durch und werde dort dann die Folge hier beenden. Und dann werde ich von voll, Fall,
Fussel im Mund. Von Falkensee nach Rathaus-Spandau fahren und dort dann wieder einen Cut machen und in die U-Bahn umsteigen. Die U-Bahn-Linie, die geht ja, also die U7, geht ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, fast eine Stunde. Da werde ich definitiv 3 Folgen draus machen. Das bietet sich wunderbar an. 3x20 Minuten. Vielleicht auch kürzer oder länger, je nachdem. Bis damit einsetzen. Schauen wir mal. Ja, die S-Bahn. Die ist ja auch nicht wirklich lang, leider. Wobei, die ist ja im Ausbau, die Strecke vom Train Simulator von Teltow nach Potsdam. Da wird ja gebaut bis nach Hennigsdorf. Mittlerweile ist der Mapbauer am Nord-Süd-Tunnel dran, soweit ich weiß. Ich hoffe, dass die auch noch zeitnah veröffentlicht wird. Wäre wunderbar. Ich glaube aber für dieses Projekt nicht, dass ich bis Hennigsdorf fahren kann, sondern dass ich mich mit Potsdamer Platz dann erstmal zufrieden geben muss. Aber nichtsdestotrotz, das kann man dann immer noch mal nachholen. Sollte die Strecke veröffentlicht werden. Mit hinzu kommt ja auch eigenes Rollmaterial. Also denke ich auch mal, dass die Strecke dann kostenpflichtig wird. Von Teltow bis Hennigsdorf. Finde ich aber nicht schlimm. Also, wenn es gut gemacht ist und ich weiß, die S-Bahn, die da mit bei ist, die ist gut gemacht, weil die gibt es auch in der Freeware-Version. Ein bisschen abgespeckt. Nicht ganz so viele Texturen oder Variationen. Aber trotzdem wirklich gut. Und dazu ja, wird die S-Bahn, ich weiß gar nicht, ob die auch noch erweitert wurde in den Features. Jedenfalls soll die BR481, ist es glaube ich, mit als Rollmaterial beigelegt werden. Da freue ich mich auch ganz sehr drauf. Ich mag die 481. Ja. Hätte aber auch nichts gegen anderes Rollmaterial, was S-Bahn angeht. Vielleicht mal auch so ein paar ältere. Wäre auch nicht schlecht. Was gar nicht geht, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, die Berliner von uns vielleicht, die neue S-Bahn, die sie jetzt vorgestellt haben. Also die ist ja erstmal grottenhässlich, schon allein von der Front. Wow. Und auch das Abfahrtssignal oder das Türschließsignal, ne, ist jetzt nur noch ein Piepen, nicht mehr diese schöne Melodie, sondern man hat nur noch ein Piepen. Ich weiß nicht. Also die Mehrheit hat, glaube ich, auch dagegen gestimmt. Ich glaube, die Berliner Morgenpost hat da mal so eine Umfrage gemacht. Die Mehrheit hat dagegen gestimmt, aber ich glaube nicht, dass die S-Bahn darauf eingeht, weil sie halt begründen, dass der neue Piepton halt besser hörbar ist für Schwergehörige. Aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Aber es dauert ja auch noch, ich glaube, 2020 soll erst die erste fahren, wenn ich mich täusche, oder dauert jedenfalls noch, bis die nächste S-Bahn kommt. Ja, ist schon verlassen wir Berlin, hier sind wir schon an der Stadtgrenze, Freudstraße vorbei und nähern uns jetzt langsam Falkensee. In der Zeit liegen wir auch noch sehr gut, kommen wir pünktlich an. War jetzt vielleicht eine etwas langweilige Fahrt, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, mein Projekt ein bisschen näher bringen. Wenn ich mal vielleicht ein bisschen ruhiger bin, dann seid mir bitte nicht böse. Für mich ist das alles noch ein bisschen neu. Ich versuche schon, ja, den Redefluss aufrecht zu erhalten. Und wenn ich einfach nur Müll labere. Aber, joa, wird schon, sag ich mal, wird. Ansonsten beschwert euch in den Kommentaren, aber bitte seid nett. Beleidigen muss man hier nicht werden.
diese Kommentare werden auch gelöscht, ohne Vorwarnung. Hier ist übrigens dieser fehlerhafte Hilfsfeil, den ich meinte. Der führt in eine Sackgasse. Den bin ich, glaube ich, beim ersten Mal auch wirklich, ja, entlang gefahren. Naja. Aber das natürlich auch noch mit einem vollen Bus, nicht als Einrücker. Hatte dann, ja, gut Verspätungen auf der Uhr. Ja, wie gesagt, Kritik, Lob, Fragen oder sonstige Kommentare sind gern gesehen. Beleidigungen werden auf jeden Fall gelöscht. Die mag, glaube ich, keiner. Kritik bitte auch konstruktiv. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr sie mir gerne posten. Ich verspreche aber nicht, dass ich diese umsetzen werde. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, welchen Bus ihr gerne sehen wollt. Oder welchen ich fahren soll. Ich habe nicht alle Busse und ich werde auch definitiv nicht alle Busse fahren. Aber den einen oder anderen, da kann man sicher einen Wunsch erfüllen. Lackierung, wenn ihr wünscht. Ja. Ihr wisst ja, wünsche einfach in die Kommentare. Ich werde sehen, was machbar ist. Ansonsten seid nicht böse, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird. Ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie ich Lust habe, wie meine Kenntnis ist, jetzt von installieren und ja, manche Installationsroutinen sind ja doch etwas komplizierter, beziehungsweise manche Mods beißen sich oder sind, laufen nicht so stabil oder ach, ich weiß auch nicht. Also ich werde es selbst bestimmen. Schaue mir natürlich eure Kommentare und eure Wünsche an. Aber ich gebe keine Garantie. So weit dazu. Joa. Soweit ist eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt zu dem Projekt sagen wollte. Wie gesagt, wenn ihr auch zu dem Projekt Fragen habt oder Wünsche, gerne da in die Kommentare. Ich weiß auch noch nicht, welche U-Bahn ich fahren werde. Ob jetzt die welche war es, die F76 oder die H01, HK01, schieß mich tot. Entschuldigung, ich bin jetzt nicht so der, ich sag mal, Nerd, der sich hier mit allem wunderbar auskennt. Ich kann vielleicht nochmal die Marke sagen, aber dann so die Feinunterschiede, die kann ich nicht erklären. Genauso wie bei dem immerhin Lion City Doppeldecker, da gibt es ja die 05, die 07, was weiß ich. Keine Ahnung, wo da die Unterschiede sind. Also tut mir leid, da braucht ihr mich nicht zu fragen. Ihr könnt mich gerne aufklären, auch in den Kommentaren. Aber ich bin da, sorry, leider der falsche Ansprechpartner für. Ne, mein Lieblingsbus wird dann auch, oder ist eigentlich der Lion City DD. Den werde ich auch definitiv auf dem X10 fahren. Ich mag diesen Bus einfach. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag auch die alten. Also auch die Standardbusse, die bei Omsi mitgeliefert sind, finde ich auch sehr toll. Oder den O305. Herrlich. Schöner Bus. Schöner alter Bus. Kann ich mich auch noch erinnern. Meine Kindheit. Öfters mit ihm gefahren. Oh, jetzt setzt doch der Schnee ein. Hab mich schon gewundert. Wolkendecke, die sieht mir eigentlich ein bisschen zu löchrig aus. Mal bei mir aus dem Fenster rausgucken. Oh, bei mir ist noch hell, kein Schnee. Scheint hier auch vielleicht mehr so ein bisschen Schneeregen zu sein. Wer weiß. Ja, schöne Wetter zum Glück. Also ich bin ja jetzt nicht so der schneebegeisternde Mensch. Froh, wenn er wieder weg ist. Bin auch froh, dass er überwiegend weggetaut ist und dass uns Sturmtief Egon nicht wirklich getroffen hat gestern. War ich überhaupt nicht böse. Ja. Aber in Omsi, Omsi ist es interessant. Also ich liebe es in Omsi bei Schnee und Regen zu fahren. Aber eingestellt ist realistisches Wetter. Allerdings Berlin ist so groß und ups, ich wollte mich fertig machen. Berlin ist so groß und hat ja gefühlt mehrere Wetterfronten, dass die
die Abfrage für das realistische Wetter ist ja vom Flughafen Tegel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich bin ziemlich weit weg. Also wohne zwar auch in Berlin, aber da am anderen nördlichen Ende. Da kann es echt schon vorkommen, dass unterschiedliches Wetter herrscht. Am besten habe ich das wirklich mal gesehen. Da bin ich noch früher zur Schule gegangen. Bin mit der Klasse zum Schlachtensee gefahren nach der Schule. Und auf einmal Gewitter, Hagelsturm. War toll, ich war noch auf der anderen Uferseite. Wir mussten erstmal zurückschwimmen bei Hagel und Gewitter. Ja, tolles Gefühl, aber das Gewitter war noch weit weg. Und ja, sind dann jedenfalls zurück, total klitschnass, die Sachen durchnässt und dreckig, schlammig. Und wir kommen dann ja nach Steglitz rein, herrlicher Sonnenschein, da hat es null geregnet und alle haben uns angeguckt, als wenn nur weiß ich woher kommt. Aber das ist Berlin. So, jetzt sind wir angekommen, pünktlich, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Perfekt. Damit mache ich auch hier erstmal Schluss. Ihr wisst, wie jetzt mein Projekt laufen wird oder was ich vorhabe. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ihr werdet zugucken. Es wird euch gefallen. Wie gesagt, Kritik, Fragen, sonstige Kommentare. Tobt euch aus. Ich freue mich drüber. Über ein Däumchen nach oben oder über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Muss aber nicht sein. Ich bin jetzt nicht derjenige, der darum bettelt. Ich mache das Ganze aus Spaß und will nicht darauf angewiesen sein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.